Hallo Leute, willkommen zurück zu Shantae and the Seven Sirens. Wir müssen jetzt einzelne Puppe suchen. Jetzt haben wir aber noch die Kraft, diese Dinger hier in Lauf zu setzen. Das heißt, da gibt es noch zwei. Ja, danke, dass du dich mitbewegst. Ne, ich bin jetzt gerade erstmal ein bisschen unsicher, was wir jetzt eigentlich überhaupt tun sollen. Weil Detik können wir in Lauf setzen. Eigentlich sollte doch links, auf der linken Seite doch auch noch eins sein. Weil das da, was da unten markiert wird, das ist am Arsch. Das können wir nicht kriegen. Und hier bekommen wir halt auch drei Erze. Die Frage ist, für was sind die Erze? Weil im Dorf wird auch markiert. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Im Dorf wird was markiert, beim Armor Town wird was markiert, da habe ich aber nichts gesehen, das uns irgendwie weiterhilft. Und genauso wenig hier. Ich check das nicht, warum das hier markiert wird. Nee, jetzt aber ohne Scheiß. Also warum wird das Dorf von Armored Town markiert? Da kann man nichts machen. Ja, schön, haben wir das auch geklärt. Und jetzt haben wir halt die drei Erze, aber die Frage ist, was... Ne, das ist ein Nugget, willst du mich jetzt hier komplett verarschen? Ja, jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's aber ab. Wir müssen erstmal gucken, was wir jetzt überhaupt tun sollen. So, ja, bitte ein Walkthrough. Weil dieses Dings da unten können wir nicht aktivieren bei dem Grauen, weil das ist am Arsch. Weil bei bestem Willen keiner, was wir da tun sollen.
Hä? Ja, wir müssen die Windmühle reparieren, das steht fest. Und bei Armored Town müssen wir mit einem Typen reden. Ey, leck mich doch jetzt am Arsch, Alter. Was ist denn das? Jetzt warte mal. Oh, jetzt muss ich zurück nach Ammo Town. Ich könnte gerade echt kotzen. Ja, doch. Ja, weil ich hatte doch auch schon abgesucht, da war niemand, mit dem man reden konnte. Jetzt sag mir nicht, dass in irgendeinem Gebäude halt einfach verschanzt. Das ist doch so ein Schmutz. Ja, hätte ich besser rumgucken sollen, mein Fehler. Ich grüße dich. Ich heiße Armor Baron. Und vor allem, da wird nicht mal ein Ausrufezeichen angezeigt. Und Verteidigung ist meine Stärke. Du bist nicht zufällig mit dem Ammo Baron zu Hause verwandt, oder? Kannst du das glauben? Oh, Sky. Ammo Baron hat einen Bruder. Und er ist echt gut aussehend, da findest du. Du bist also endlich von deinem Hinterteil hochgekommen. Du hast gesagt, nichts könnte dich dazu bringen, den Pool zu verlassen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du bist diejenige, die sich nicht an die Regeln halten konnte. Wir sollten in unserem Zimmer bleiben. Und du hattest kein Problem damit? Dich interessiert das nur ein blöder brauner Tein. Er sagte, du wärst in die Stadt gefallen und etwas über Sirenen und Risky Boots. Warum hast du mir das alles nicht vorher erzählt? Ich habe es versucht, aber du hast mich einfach nicht beachtet. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du in echter Gefahr bist, hätte ich dir geholfen. Wenn man bedenkt, ich hätte diesen wilden Hengst vor 2 Kapiteln treffen können. Ist er wirklich Ammo Barons Bruder? Ja, oder? Er ist wohl der Gutaussehende der Familie, oder? Jetzt vertraue ich ihm wirklich nicht. Unsinn. Es besteht kein Grund zur Sorge, das versichere ich dir. Ich bin kein so streitlustiger, umschreiender Hanswurst wie mein lieber Bruderherz. Leider liegen die Handlungen meines fehlgeleiteten Geschwisters schwer auf meiner Seele. Du meinst, du bist ein guter Kerl? Hör zu, Freundin, darf ich dich Freundin nennen? Ich verstehe deine Bedenken, aber bitte halt das harte Urteil zurück, das mein Namenswetter mich mit Sicherheit verdient hat. Gib mir die Gelegenheit, meine reinen Absichten zu demonstrieren. Schließlich wäre das eine reife Entscheidung. Hat jemand Schwärm gesagt? Deine reizende Freundin Sky hat mir einen Vorschlag gemacht. Sie schlug vor, dass ich mein Handwerk, mein Wissen über Verteidigung nutze, um die ultimative Halbgenie-Rüstung zu erschaffen und dich vor Schaden zu schützen. Halbgenie-Rüstung? Es wird die beste Rüstung sein, die meine Stadt jemals geschmiedet hat. Und wir haben viele Rüstungen geschmiedet, für viele Jahre. Die Schaffung von dauerhaften, eleganten, gemütlichen und robusten Rüstungen war das gemeinsame Ziel im Leben eines jeden Bürgers von Armored Town. Wir sind in der Schmiede des Lebens geschmiedet. Und so schmieden wir jeden Tag voran. Das ist viel Schmieden. Aber wir können diese Aufgabe nicht allein bewältigen. Um die ultimative extreme Halbgenie-Rüstung zu schmieden, benötigen wir 3 Erdstücke. Ja, bin ich ja gerade dabei, die zu suchen. Diese Stücke werden durch die unerbitterliche Hitze der weißen Sanddünen auf dieser Insel gebildet. Bring mir 3 Erdstücke und ich werde dir die ultimative extreme Kräfte verleihen, der Halbgenie-Rüstung schmieden. Das würdest du für mich tun?
Natürlich. Betrachte es als eine Geste des guten Willens. Meine Art, mich im Namen meines lieben, fehlgeleiteten Bruders zu entschuldigen. Danke, Armor Baron. Oh, noch eine Sache. Bitte nimm das. Was ist das? Ein Geschenk für den Bürgermeister von Arena Town. Das Codebuch ist ziemlich alt. Ich glaube, es enthält Sicherheitscode zur Verteidigung der versunkenen Stadt. Mit etwas Glück kann er diese bösen Sirenen für immer abschotten. Wenn es dir nichts ausmacht, es auszuliefern. Du findest den Bürgermeister wieder in Arena Town. Ah, jetzt muss ich wieder zurück. Ich habe ja noch nicht alle. Warte erst mal ab. Oh, hast du was für mich? Die Codes, unsere Nachbarn in Armortown haben darüber gesprochen. Endlich gute Neuigkeiten. Die versunkene Stadt ist ein komplexes Bauwerk, von dem ein Großteil abgeriegelt ist. Ich hoffe, dass ich mit einem besseren Verständnis der Entstehung der Stadt den Vormarsch dieser Kreaturen blockieren kann. Sie wussten, dass unter dieser Insel Kreaturen lauern? Und sie haben hier dennoch Arena Town gebaut? Die Wahrheit ist, die Stadt war schon da. Ich kaufte sie in der Hoffnung, das ultimative Urlaubsziel zu schaffen. Der Preis war niedrig und der Besitzer wollte es unbedingt verkaufen. Ich hätte die Insel sogar umbenannt. Schließlich, niemand würde seinen Urlaub auf der Sireneninsel verbringen wollen. Ja, Sireneninsel. Ich hatte die Gerüchte gehört, aber ich habe sie nicht geglaubt. Meine Güte, ich war so ein Idiot. Bürgermeister, ich muss dir auch etwas sagen. Ich weiß, ich sollte keinen Ärger machen. Ich bin gegen deinen Willen dort runtergegangen. In die versunkene Stadt unter der Insel. Ach ja? Ich war diejenige, die Blink und Vera befreit und Zeppel auch. Aber wie hast du das geschafft, so ganz allein? Die anderen Halbgenies haben Fusionssteine benutzt, um ihre Magie mit mir zu teilen. Fusionssteine, sehr clever. Und die anderen beiden magischen Mädchen sind immer noch da unten? Nicht mehr für lange. Junge Dame, ich schulde dir eine Entschuldigung. Ich habe deine Fähigkeit unterschätzt, weil du die Jüngste warst. Bitte tu, was nötig ist, um diese Mädchen zu finden und diese Sirenen aufzuhalten. Ich werde tun, was ich vor langer Zeit hätte tun sollen. Die Insel für die Evakuierung vorbereiten. Was ist das auf dem Boden? Ja, wer dies fallen ließ, muss schrecklich hungrig sein. Oh, jetzt... Ja, das war Bolo, ne? Es gibt ja noch zwei Dinger, ne?
Ja. Ja gut, zwei Mädchen, ne? Wo war jetzt der Bolo? Moment, ist das Melbatus in deinem Inventar? Inventar sagt er sogar, kann ich es haben? Das ist es. Salziger Toast mit einer mächtigen Knusprigkeit. Das war ein Urlaub für meinen Mund. Im Ernst, ich könnte jetzt nach Hause gehen. Hier, du kannst diese ekelhaften Chips haben. Wirf sie in den Müll. Füttere sie den Vogelvögel von Sky. Es interessiert mich nicht. Das sind doch keine Chips. Bolo, das sind keine Snacks. Das sind eine Tüte. Es ist eine Tüte mit Muttern. Wie in Muttern und Schrauben. Ich schmecke immer noch Ranch. Wie in Pferde und Kühe. Und jetzt können wir die eine Dings aktivieren. Okay. Ist halt schon leider ein sehr großes Hin- und Herlaufen hier, ne? Ja, geh weg! Interessiert mich nicht. Habe ich sogar gerade gerettet. Ich sollte das jetzt reparieren können. Ja, bitte benutze ich. So gut wie neu. Jetzt braucht es nur noch etwas Strom. So. Yes. Großartig, drei Erdstöcke, genau wie ich wünschte. Und solch robuste Exemplare. Es ist genug, um zwei Rüstungen herzustellen. Ich werde eine Rüstung für dich herstellen und auch eine ultimative, extreme, entfesselte, nicht autorisierte Kriegsvogelrüstung für Sky. Armor for me? Ja. Wird sie leicht genug sein, damit ich auf dem Vogel fliegen kann? So leicht. Dann ist hier los, meine Damen, und lasst es meine Fashion-Schmiede übernehmen. Wow, ultimative extreme entfesselte nicht autorisierte Rüstung. Ja, aber nicht sehr viel davon. Keine Sorge, du hast meine persönliche Garantie, dass diese Rüstung dich in Top-Zustand hält. Hey, I can't even move in this stuff. Ja, was soll das? Diese Rüstung ist zu einem festen Stück verschmolzen. Top-Zustand.
Was? Was ist das? Werden wir jetzt verkauft? Tut mir leid, meine Dame, aber in Kürze kommt hier ein hochrangierter Sammler an. Und er interessiert sich nur für Sammlerstücke, die in Top-Zustand sind. Ihr Dame müsst so bleiben. Für immer. Dieser Idiot ist ein abscheuliches Monster, genau wie sein Bruder. Eher noch schlimmer. Er ist Spielzeughändler. Bis dahin, meine Damen. Wir sehen uns im Sammlerkatalog. Sky, wach auf! Wir sind woanders. Wo sind wir? Jemand kommt. Oh Junge, das war eine wirklich große Nummer. So etwas gab es bisher noch nie. Keine Vergilbung der Blisterpackung. Und schau, das Gesicht der Blondine sieht verrückt aus, wie ein Fabrikationsfehler. Auf dem Sammlermarkt muss es Millionen wert sein. Nicht, dass ich es verkaufen würde. Andererseits muss ich mein Videospiel irgendwie finanzieren. Hey, es hat gesprochen. Moment, diese Mädels sind batteriebetrieben, was nur eins bedeuten kann. Korrektion. Ich muss die Verpackung öffnen, nur um sicher zu gehen. Aber nein, das geht nicht. Das Spiel ist aus, Squid Baron. Ja, lass uns einfach hier raus. Mann, es hört nicht auf zu reden. Ich weiß, ich werde den Hersteller kontaktieren. Wir machen es einfach zu ihrem Problem. Mal sehen, auf der Unterseite sollte sich ein Herstellerstempel befinden. Hey, aufhör, du Widerling. Ja, wir werden nicht Teil einer Puppensammlung sein. Puppen? Wie könnt ihr es wagen? Das sind keine Puppen, das sind Actionfiguren. Und dort ist wahrscheinlich die gruselige Puppe. Popkultursammlungsgegenstände. Bewegliche Kunstwerke zum Ausstellen geeignet. Du kannst sie nennen, wie du willst. Lass uns raus. Hör zu, es hat offensichtlich Raubkopien und daher minderwertige Modelle. Du bist eine Raubkopie. Abscheuliche Figuren, es wird euch leid tun, wenn ich es für diese Sammlung... Wenn ich für diese Sammlung viel Kohle bekomme. Oh, bitte, du willst dieses Zeug nicht verkaufen. Es ist eine Investition. Ich mache das nur, um mein eigenes Spiel zu finanzieren. Ich sagte euch doch, es wird ein episches Abenteuer mit mir. Das wird genauso toll wie deine Abenteuer, nur viel cooler. Alles wird aquatisch sein. Aquatische Orte, aquatische Transformation, aquatische Bosse. Und dann, wenn man das Ende erreicht, erwartet dich ein riesiger Tintenfischboss. Ein Boss, der alle Bosse übersteigt. Ist das alles? Das ist natürlich noch nicht alles. Es wird auch ein radikales, heißes Babe geben, die in seinem flüssigen Gehirn abhängt. Hey, Baby. Die Spieler werden so abgelenkt sein, dass sie vergessen werden, wie man kämpft. Wer hat sich das ausgedacht? Ich bin der tolle Boss. Niemand kümmert sich um den Helden, weil der Boss so einfach, überwältigend super ist. Alles okay? Mir geht's gut, ich muss mich nur hinlegen. Bleib hier. Wir können ja uns eh nicht bewegen. Weg ist er. Was? Hey, ist das die Meerjungfrau? Der Halbgenie, meine ich. Du bist diejenige von vorher. Wer war sie? Ich weiß nicht, aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich sie gesehen habe. Wer auch immer sie ist, sie scheint auf unserer Seite zu sein. Wohin gehen wir? Du findest dieses vermissten Mädchen. Ich werde Armor Baron mit seiner eigenen Rüstung besiegen. Wir sehen uns oben. Gott, wo sind wir denn? Eindringling! Frauen in der Männerhöhle. Sicherheitsdienst. Haltet sie auf, bevor sie meine Sachen kaputt machen. Oh, diese Kackaugen. Ah. Das ist aber die Puppe, die wir brauchen, oder? Oh.
Okay, gut, Leute, ich würde sagen, machen wir im nächsten Part bei Shantae in The Seven Sirens. Bis dann und ciao.